So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge Lego Jurassic Park. Und wir müssen jetzt den Jimmy retten. Für die Leute, die sich noch dran erinnern, dass wir den guten alten Jimmy retten müssen. Wir haben hier keinen. Ne, wir brauchen erstmal ein Wheel. Erstmal ein Rädchen. Ja, erstmal ein Rädchen. So, was haben wir hier? Was brauchen wir hier? Okay, da brauchen wir jemand anderen, den wir aktuell nicht haben. So. Ah, er fängt schon an gegen Dinos battlen. So, können wir erstmal speichern und fortfahren. So. So, und hier können wir erstmal. Gut, der hat jetzt eine Schaufel mit. Da können wir ein bisschen, ne? Das Wheel ausgraben. So. Für die Leute, die sich gerade denken, yo, was, Digga, was ist mit deiner Stimme los? Wir haben es gerade 3 Uhr nachts und meine Stimme ist. Ich bin aber nur, weiß ich nicht. Ich dachte mir so, yo, warum nicht? Du willst das Spiel sowieso gerade zocken, also warum dann nicht gleich aufnehmen? Und ja. Das ist das Endresultat daraus. Können wir das schon zu. Ja, können wir auf Ast rein. Super, super. Ah, okay. Okay. What the fuck? Wie geil ist das denn? Wir müssen andersrum. Wir müssen tauschen. So. So. Zack. Und jetzt müsste der da drauf, damit sie hoch kann. Aber nicht intelligent. Zack, rüber. Okay, da brauchen wir ihn für. Die Frage ist, wie kommt er hoch? Hat sie irgendwas zum Werfen? Ja, hat sie. Passt rein. So, dann müssen wir ihm jetzt hier die Leiter runtergeben, dass er hoch kann. So, super. Super, super. Funktioniert ja alles wie geschnitten. Achso, wenn es ein bisschen quietschen soll, das ist mir in meiner Rayman Legends Folge aufgefallen. Das ist mein Gamepad. Das ist leider am quietschen. Hört sich seltsam an, ist aber so. Warte mal. Genau. Hört sich komisch an, ist aber so. So. Ich weiß es. Weiß ich nicht, was ich da mal machen kann. Es ist. Also ich finde das Hammer, das Spiel. So von der Art und Weise, was von einem gefordert wird, finde ich das unglaublich cool. So, hier hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Ich hatte noch nie so ein Parcours in so einem Lego-Game. Das ist halt echt ziemlich nice. Muss ich echt sagen. Also, das ist echt richtig, richtig Bombe. Mir gefällt das auch mega gut. Ich habe ja auch eine Zeit lang habe ich Harry Potter hier auf dem Kanal gehabt. So, Lego Harry Potter. Und da muss ich sagen, da ist es, weil das auf diesem basieren und du kannst nicht auf dem Zaubern basiert ist, was ja auch Sinn macht bei Harry Potter. Aber dadurch, dass du nicht so viel selber machen kannst, so, dass du nicht zusammenbaust, dass du nicht, weiß ich nicht, dass es Leute gibt, die verschiedene Fähigkeiten haben. Ich meine, da kann ja jeder zaubern. Das ist es halt. Und hier ist es einfach so, zum Beispiel kann der nur buddeln oder so. Das finde ich mega cool. Also das finde ich ziemlich geil. Wirklich, das habe ich auch damals bei Star Wars so geliebt. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ach, sie kann nur hier hoch. Okay, die ist das Supergirl, was hier nur an sowas hoch kann. Und ich bin der Typ mit dem Messer, alles klar. Nee, aber auch dieses Hauptfiguren und so. Also, jetzt ich könnte jetzt nicht die Figuren benennen. Ja, was ich noch ein geiles Lego-Spiel fand, war Fluch der Karibik. Ui. Jetzt hat sich mein Spielmenü. Jetzt sind wir wieder da. Das ist halt die Frage, wie kommen wir jetzt an den Typen ran? Ach, hier. Knirsch, Shepard, Knirsch. Alles okay? Ich hab mich übergeben. Das macht doch nichts. Gib mir deine Hand. Macht nichts, Gehirnerstörung, aber macht nichts. Das Wichtigste beim Klettern ist, niemals nach unten zu sehen. Okay.
Zu spät. Oh nein. Los. Ja gut, da kommt uns was entgegen. Auch gut. Sie läuft da mit dem Lenkrad rum. Wie geil. Tja, jetzt hocken wir wieder im Auto. Dafür hängst du nicht mehr im Baum. Wie genial ist das denn bitte umgesetzt? Das finde ich ja mal Hammer. Bitte riskieren Sie es. Ey, Mensch. Unser Freund und Helfer, der T-Rex. Oh, jetzt müssen wir ausweichen. Das ist ja ein Hammer. Alter, ist das geil. Kann man was werfen irgendwie? Ach, scheiße. Ach, du ahnst es nicht. Ich kann mir da richtig Punkte farmen. Holla, die Waldfee. Okay, wir müssen... Oh, je, rüber. Gib Gas, lieber Michael Schumacher. Gib Gas. Lieber... Ich finde solche Verfolgungsjagden sind... Oh, die sind immer geil. Zack. Oh, noch eine richtig geile Slow-Mo eingebaut. Der kommt jetzt von links, ja. Siehst du? Ah! Könnte ich rüberziehen, das ist euch bewusst, ja? Hallo, wir können nicht rüberziehen, nach wie vor. Just wäre mein Problem. Aber er trifft uns nicht, das ist die Hauptsache. So. Kann man den mit Bengalus abwerfen? So, komm her, putti putti. Oh je, ist ganz schön aufs Korn genommen. Zack, oi, oh je, je. Easy. Erlegt. Erinnern Sie mich dran, John für das Wochenende zu danken. Den Befehl, den Nedry benutzt hat, werden wir nie finden. Er hat seine Spuren zu gut verwischt. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Bitte! Oh je, immer noch mit dem Zauberwort am Gange. Ist die einzige Möglichkeit, um alles zu löschen, was er getan hat. Ian, ey. Können Sie bitte das System abschalten? Es hat geklappt. Da, sehen Sie? Es läuft wieder an. Die Leistungsschalter wurden aktiviert. Super. In 3 Minuten habe ich im gesamten Park wieder Strom. Um ganz sicher zu gehen, möchte ich, dass alle in den Schutzbunker gehen, bis Mr. Arnold zurück ist und das ganze System wieder läuft. Nedry anzustellen war ein Fehler. Oh Mann. Ja gut, das kann man manchmal nicht vorher wissen, wie die Leute arbeiten. Ich müsste schon längst da sein. Lol. Och nö. Oh, braver Dino. Was willst du? Willst du Fresschen haben? Fuck. Ist das doch die giftige Säure, oder nicht? Also, die spucken doch giftige Säure, soweit ich weiß. Na ja, gut. So viel dazu. Aber gut, Leute, ihr wisst Bescheid. Das war's mal wieder mit der Folge. Wir haben eigentlich recht wenig gemacht, muss ich sagen. Aber gut, ist halt auch mal in Ordnung,
oder nicht. Also würde ich sagen, wir sehen uns jetzt jeden Sonntag wieder weiterhin zu Lego. Ja, doch, das finde ich eine gute Idee. Sonntag sehen wir uns wieder. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ansonsten wieder schauen und reingehauen. Bleibt entspannt und lebt euer Leben, wie es ist. Haut rein. Ciao.